weiß um Preise, wie entstehen sie, was macht es aus, wie können wir tatsächlich in die Glaskugel gucken, wie dieser Winter wird, was die Versorgung mit Strom und Gas zum Beispiel angeht. Ich frage Sie, das, was mich eine Kollegin heute in der Mittagspause 5 gefragt hat, ist dieses Thema ein apokalyptisches Thema oder machen wir wieder auch eine Krise, die noch gar nicht da ist? What?